Nachdem Mitkonkurrent Chemnitzer FC bereits vergangene Woche seinen offiziellen Trainingsauftakt bestritten hat, zog der FSV Zwickau nun nach. Lang haben die Anhänger und Fans des FSV Zwickau warten müssen. Am vergangenen Freitagabend war es dann soweit. Der Drittligist präsentierte im Westsachsenstadion zum offiziellen Trainingsauftakt sein Team für die neue Drittligasaison. Solche Tage sind erfahrungsgemäß immer Publikumsmagnet und auch diesmal war es nicht anders. Wann kommt man schon seinen Idolen so nah, kann mit ihnen ins Gespräch kommen, Selfies auf Augenhöhe machen, Autogramme abfassen und. Trainer Joe Enox begrüßte seine Jungs und stellte sich dann fürs erste Foto mit seinen Neuzugängen zur Verfügung. Was folgte, war die lockere Trainingseinheit für die Mannschaft zum Kennenlernen, die Chemie ausloten und sich auf die Saison einstimmen. Die FSV-Führung war für die Medien gefragter Gesprächspartner. Wir von TV Westsachsen haben den neuen Sportdirektor Toni Wachsmuth am Ende dieser Veranstaltung zum Interview gebeten. Sind Sie bei den Spielern immer noch der Wachse oder der Herr Sportdirektor? Wie sieht's aus? Nee, also ich habe das ziemlich klar gesagt. Ich habe ein Verbot ausgesprochen, mich zu siezen. Wer unbedingt will, ja, der muss, glaube ich, Strafe zahlen. Das muss ich noch mit René Lange klären. Für mich ist das auch kein Muss, um respektvollen Umgang zu haben. Ich denke, das hatten wir immer und werden das auch weiter haben. Und da darf ich gerne weiter geduzt werden. Also ist mir sehr recht. Toni, was sind denn eigentlich die wichtigsten Kriterien für Spieler, die bei uns das Trikot des FSV Zwickau tragen wollen? Ja, also ich war bei jedem Transfer natürlich involviert. Waren so, dass das in enger Abstimmung mit Joe passiert ist natürlich. Wir sehen uns dann nicht als, ja, oder ich sehe mich nicht als One-Man-Show bei der ganzen Geschichte. Es muss so sein, dass sowohl der Trainer oder das gesamte Trainerteam von dem Spiel überzeugt sind, sowohl und ich auch. Und von daher standen wir zu jedem Spieler jederzeit im Austausch. Und natürlich ist es so, dass ein Spieler, der hier Fußball spielen will und Fußball spielen darf, natürlich verschiedene Sachen vereinen muss. Er muss natürlich erstmal unsere Werte in sich tragen und die auch verkörpern. Das heißt, bodenständig, ehrlich, offen, loyal. Das sind für mich ganz wichtige Attribute, um auch in der Mannschaft funktionieren zu können, dass diese Mannschaft genau dieses intakte Gefüge bleibt, wie es die letzten Jahre war. Und aus sportlicher Sicht müssen Spieler natürlich, eins müssen alle Spieler mitbringen, sie müssen richtig Bock haben auf Zwickau, sie müssen richtig Lust haben, hier Fußball zu spielen. Und sie müssen natürlich, um da ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, sie müssen natürlich auch variabel sein. Das heißt, jeder Spieler sollte schon auch verschiedene Positionen spielen können, jeder Spieler sollte schon mal auf gutem Niveau verschiedene Systeme gespielt haben. Und dann war noch eine Maßgabe, unseren bestehenden Kader, der ja dann doch einen ziemlichen Umbruch erlebt hat, mit Spielern zu ergänzen, die andere Qualitäten mitbringen. Das heißt, dass wir auf bestimmten Positionen einfach andere Elemente in unser Spiel bringen, um da einfach einen höheren Konkurrenzkampf zu haben. Das war so die Hauptmaßgabe bei der Kaderzusammenstellung. Wir haben diesen Umbruch bewusst vollzogen, auch wenn es nicht immer einfach ist, dann solche Gespräche zu führen, aber das gehört auch dazu, weil wir bewerten dann den Kader aus sportlicher und menschlicher Sicht. Und da ist es ganz einfach so, dass wir uns dann auch von Spielern trennen mussten, die wir trotzdem sehr ans Herz geschlossen haben. Aber ich glaube, das ist nicht ungewöhnlich und wie gesagt, von uns dann zu großen Teilen beabsichtigt. Ich glaube auch, die Flexibilität der Neuzugänge auch auf verschiedenen Positionen oder in verschiedenen Systemen zu spielen, war ganz besonders wichtig, weil eben unser Kader nicht so sonderlich groß ist. Ja, das ist richtig. Also wir sind Stand jetzt 22 Spieler, also 19 Feldspieler und 3 Torhüter. Wir sind bestrebt, noch einen Spieler mindestens dazuzunehmen. Und von daher ist das schon so, dass wir natürlich auf der einen Seite hoffen und auch alles dafür tun, verletzungsfrei durch die Runde zu kommen. Ganz kann man das natürlich nicht ausschließen, aber in den letzten Jahren war es immer unser Faustpfand, dass wir alle Spieler in einer sehr, sehr guten Form hatten und in einer sehr, sehr guten Fitness und dann auch zumindest im letzten Jahr von,
von sehr, sehr langwierigen Verletzungen zum Großteil verschont geblieben sind. Und das ist schon wichtig bei so einem kleinen Kader, aber dieses Risiko sind wir bewusst eingegangen, weil wir ganz einfach uns vorgenommen haben, die Qualität im Kader und den Konkurrenzkampf zu erhöhen. Einen großen Umbruch gab es insbesondere in der Defensivabteilung, wo ja auch immer gesagt wird, dort werden die Spiele gewonnen. Da haben wir Leistungsträger verloren, unter anderem auch Sie. Das darf man nicht vergessen, auch wenn Sie mich jetzt etwas fragend anschauen. Das ist tatsächlich so. Und diejenigen, die für diesen Bereich gekommen sind, welchen Eindruck haben Sie im ersten Moment von denen gehabt? Ja, also natürlich war uns klar, dass die Baustelle gerade in der Defensive aufgehen wird. Dass ich zum Beispiel aufhöre, das wusste ich relativ zügig. Und von daher war uns da auch aber klar. Aber heute hat es doch ein bisschen gekribbelt, ich kann mich noch erinnern. Voriges Jahr waren ja nun dieselben Bedingungen, da sind Sie noch mit rumgetrabt, sage ich mal. Ist doch irgendwann mal ein bisschen ein eigenartiges Gefühl. Ja, das ist schon so. Natürlich, ich vor 6 Wochen stand ich mit den Jungs noch zusammen auf dem Feld. Natürlich ist das erstmal ungewohnt, aber ich freue mich auf die Aufgabe erstmal grundsätzlich. Und von daher war das für mich dann auch kein Problem im Umgang mit den Jungs. Und dass diese Lücken in der Defensive galt es natürlich dann auch zeitnah zu schließen. Deswegen freuen wir uns natürlich mit Christoph Handke, einen erfahrenen Innenverteidiger, zeitnah verpflichten zu können. Das war für uns wichtig, weil wir sehen die ganze Kaderplanung im Prinzip wie ein Puzzleteil. Und da ist es erstmal wichtig, dass man so ein Gerüst zusammen hat, wo man dann alle anderen Positionen so ein bisschen dran orientieren kann. Und da war es wichtig, dann auch erstmal unsere bestehende Achse zu haben mit Pommes im Tor, über eine Innenverteidigung, über 2 erfahrene Sechser plus King als Stürmer plus Maike als erfahrenen Offensivspieler, um dann auch einfach so ein bisschen die anderen Jungs drumherum zu basteln, sage ich einfach mal. Weil ich finde, dass es sich immer besser macht, ein bestehendes Gerüst zu ergänzen, als Spieler zu verpflichten, um dann zu gucken, wer passt da noch dazu in zentralen Rollen. Wir haben es andersrum gemacht. Ich denke, das macht auch Sinn so. Und wir freuen uns natürlich erstmal, dass unsere Leistungsträger alle gehalten werden konnten. Bei diesem Rumbasteln, um Ihre Worte zu nehmen, es sind ja immerhin 10 Menschen, 10 Sportler, 10 Persönlichkeiten, die integriert werden müssen. Gab es da auch mal Augenblicke, wo Sie mit dem Cheftrainer nicht unbedingt immer konkurrent waren? Und wenn ja, wie haben Sie das ausgeräumt? Ja, also über jede Position standen wir, wie gesagt, im Austausch. Und dass wir dann nicht immer einer Meinung sind, das ist ganz normal und das ist auch gut so. Ich glaube, es ist nicht unbedingt sinnvoll, wenn wir ständig einer Meinung sind, weil dann wird es auch so ein bisschen, ja, da lullt man sich so ein bisschen gegenseitig ein. Es ist schon so, dass wir da offen drüber diskutieren, dass wir für jede Position einfach verschiedene Optionen durchgehen und jeder dann natürlich seine Meinung hat und wir dann schauen, wie wir dann zueinander finden. Weil Fakt ist eins, dass sowohl Sportdirektor als auch Trainer vom Spiel überzeugt sein müssen. Und bei allen Jungs, die hier sind, ist das definitiv so. Abschließend hier die Frage zum Trainingsauftakt an unseren neuen Sportdirektor. Was erwarten Sie von der kommenden Drittligasaison für Ihren FSV Zwickau? Ich erwarte erstmal eine extrem interessante Liga. Also ich erwarte eine Liga, die ähnlich wie im letzten Jahr sehr, sehr eng sein wird, wo es auch ein paar Überraschungen geben wird. Ich denke, dass da auch dieses Jahr wieder so sein wird, dass Mannschaften vielleicht auch ein Stück weit in der Liga Probleme haben werden, sich da erstmal dran zu gewöhnen, weil die dritte Liga ist dann schon ein Stück weit anders als eine Regionalliga oder als eine zweite Liga. Es ist eine extreme Leistungsdichte, wo Kleinigkeiten entscheiden werden. Dessen sind wir uns bewusst und wir wissen auch, dass man sich stetig weiterentwickeln muss, dass man sonst in der Liga einfach keine Chance hat. Weil für meinen Geschmack wird die Liga auf jeden Fall immer stärker. Es kommen starke Absteiger dazu, es kommen enorm starke Aufsteiger dazu. Und gerade für uns heißt es natürlich auch, dass es noch 2 Derbys mehr gibt mit Magdeburg und Chemnitz, wo ich auch wieder ein ausverkauftes Stadion erwarte. Von daher, ich freue mich riesig auf die Runde, weil ich glaube einfach, dass die Liga ungemein viel Spaß macht, sowohl für die Zuschauer als auch für die Spieler. Und deswegen bin ich da auch guter Dinge, dass wir da wieder ein paar sehr, sehr interessante Spiele sehen werden.